Gefolgschaft und meine Kinder Gottes. Ich habe auch heute wieder ein wundervolles Wort Gottes aus seiner heiligen Schrift für euch und für heute und zum Sonntag. Und im 1. Samuel 9, in den Versen 6 bis 11, steht geschrieben: Der aber sprach zu ihm: Siehe, es ist ein berühmter Mann Gottes in dieser Stadt. Alles, was er sagt, das trifft ein. Lass uns da hingehen. Vielleicht sagt er uns unseren Weg, den wir gehen müssen. Saul aber sprach zu seinem Knecht: Wenn wir schon hingehen, was bringen wir dem Mann? Denn das Brot in unserem Sack ist verzehrt. Bringen könnten. Was haben wir sonst? Der Knecht antwortete Saul: Abermals und sprach: Er uns unseren Weg sagt. Saul sprach zu seinem Knecht: Du hast recht geredet. Komm, lass uns gehen. Zur Stadt hinaufstiegen, trafen sie Mädchen, die herausgingen, um Wasser zu schöpfen. Und zu ihnen sprachen sie: Ist der Seher hier? Meine Schäfchen, meine Gefolgschaft und meine Kinder Gottes. Das war heute wieder ein wundervolles Wort Gottes aus seiner heiligen Schrift für euch und für heute und zum Sonntag.